Nach dem Einstieg in den Evaluierungsabschnitt, in dem wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, dass im Prinzip ja Information Retrieval eine experimentelle Wissenschaft ist, wo man quasi in Anführungsstrichen Laborexperimente macht, also eben analysiert, ob bestehende Systeme irgendwie funktionieren, werden wir jetzt so ein bisschen einsteigen und tatsächlich fragen, wie würde man denn jetzt die Leistungsfähigkeit von einem Retrieval-System einer Suchmaschine eigentlich messen? Dazu hatten wir gesehen, könnte man in so einem Labor-Setup sagen, man macht quasi entweder sowas wie AB-Tests, die so live funktionieren, oder eben, wenn man jetzt nicht gerade schon eine große Suchmaschine am Laufen hat, Experimente, wo man Menschen beispielsweise fragt, war denn das relevant und so weiter. Grundsätzlich gibt es aber eigentlich zwei Arten, was die Leistungsfähigkeit von einem System angeht, die man messen kann. Also einmal kann man fragen, ist es effektiv, das System? Also macht es das, was es soll? Im Rahmen von einer Suchmaschine liefert es gute Treffer. Und die zweite Frage, ist es effizient? Also was ist denn so der Aufwand, den ich treiben muss, die Ressourcen, die ich dafür zur Verfügung stellen muss? Das kann sowas sein wie tatsächlich Platzbedarf bei einem IT-System oder auch sowas wie Verarbeitungsgeschwindigkeit oder so. Also im Prinzip muss man das klar voneinander trennen. Effektivität heißt, tut es das, was es soll, und Effizienz heißt, tut es das schnell genug und mit wenig Speicherbedarf, so im Informatiksprech. Eine typische Effektivitätsmaße, die wir uns anschauen werden für Suchmaschinen oder Retrieval-Systeme, sind Precision und Recall. Das sind zwei Begriffe, die man üblicherweise nicht ins Deutsche versucht zu übersetzen, weil es dann immer so ein bisschen ungelenker klingt. Also das sind so mehr oder weniger stehende Begriffe, die man auch im Deutschen so benutzen kann. Sonst müsste man sowas wie Genauigkeit für Precision sagen, und ja, bei Recall wird es dann schon ein bisschen umständlicher wahrscheinlich. Beide zusammen kann man dann noch in ein Maß umrechnen, das sogenannte F-Maß. Das ist auch immer mal wieder zu sehen. Precision at K, da fragt man ja, wie gut sind denn so die ersten K-Treffer? Also geht es dann eher so ins gerankte Retrieval so ein bisschen rein, oder auch sowas wie Mean Average Precision und Mean Reciprocal Rank, wenn wir uns nochmal anschauen. Und ganz zum Schluss dann eben im Prinzip wahrscheinlich darauf kommen, dass sowas wie NDCG, Normalized Discounted Cumulative Gain, im Web-Szenario ein ganz gutes Maß ist, womit man, wenn man hohe NDCG-Scores erzielt, auch relativ gut damit korreliert, wie Menschen eigentlich Suchergebnisse lesen würden. Aber auch sowas wie Precision at K oder so ist in vielen Szenarien ein sehr gebräuchliches Ding. Im Gegensatz dazu, also Effektivität fragt im Prinzip, wie relevant sind die Ergebnisse, und versucht das in eine Zahl umzurechnen. Im Gegensatz dazu wären die Effizienzmaße, welche, die wir jetzt hier in dem Evaluierungsabschnitt erstmal nicht genauer betrachten werden in dieser Vorlesung, aber man könnte sich sowas fragen wie, wie lange brauche ich denn, um den Index aufzubauen? Wie viel größer ist denn der Index als beispielsweise ein anderer Index, oder wie groß wird der Index überhaupt? Oder auch sowas wie, wie viel größer wird der Index denn, wenn ich ihn jetzt im Prinzip mit beispielsweise N-Gramm oder sowas ausstatte? Dann kann man das sozusagen ein bisschen damit abwägen, ob das jetzt noch im Effektivitätssinne irgendwelche Vorteile gebracht hat oder im Effizienzsinne Vorteile bringt. Also gerade bei Indexgröße muss man ja, hatten wir in dem Kapitel dazu ja so ein bisschen betrachtet, bei Indexgröße muss man ja im Prinzip immer sowas abwägen, was ich Platz mehr Bedarf habe, bringt mir normalerweise zur Laufzeit dann Geschwindigkeitsvorteile. Und auch zur Laufzeit dann eben sowas wie, wie groß ist die Latenz, also wie lange wartet jemand, bis seine Anfrage beantwortet wird, oder auch wie viele Anfragen kann ich denn pro Sekunde oder sowas durch mein System durchbekommen. Solche Geschichten, also Throughput und Latency oder Latenz, das sind so Sachen, die so klassische Effizienzmaße sind, die wir aber hier im Rahmen dieser Vorlesung erstmal nicht weiter vertiefen werden, sondern wir schauen auf die linke Seite, die Effektivitätsmaße, und gucken uns die der Reihe nach an. Dann kann man so ein bisschen eine Trennung machen zwischen den ersten beiden Anstrichen und den letzten vier Anstrichen. Die ersten beiden sind im Prinzip welche, die nicht unbedingt die Reihenfolge der Treffer mit ins Kalkül, also in die Berechnung einer Zahl für ein Ranking mitnehmen, sondern einfach schauen, was insgesamt für Treffer da sind. Und die letzten drei, da kommt es schon eher so ein bisschen auf die Reihenfolge der Treffer dann auch an. Was will man machen, wenn man Effektivität bestimmen will von einer Suchmaschine? Naja, im Prinzip
will man fragen, führt es zum gewünschten Ergebnis? Und bei einer Suchmaschine sind die gewünschten Ergebnisse natürlich relevante Dokumente. Also man möchte als Nutzer das Informationsbedürfnis, was man irgendwie im Hinterkopf hat, wenn man die Anfrage stellt, man möchte, dass das erfüllt wird. Und dazu bin ich bereit, ein, zwei Dokumente zu lesen, je nachdem, wie komplex das Informationsbedürfnis ist. Natürlich bin ich heutzutage daran gewöhnt, dass beispielsweise für eine Anfrage nach dem aktuellen Wetter oder dem Wetter von morgen an irgendeinem Ort der Welt, dass da einfach die Antwort direkt schon in den Suchergebnissen kommt. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr so bereit, ganz viele Dokumente mir anzuschauen. Aber für komplexere Informationsbedürfnisse hätte ich vielleicht manchmal gern eben nicht nur ein relevantes Dokument, sondern ein paar, um so einen gewissen Überblick mir zu erarbeiten. Und was wir bei der Effektivitätsanalyse, also bei der Evaluierung von Effektivität von Suchmaschinen im Prinzip machen wollen, wäre sowas wie Aussagen treffen zu können, ja, diese Suchmaschine, die ist effektiv oder nicht. Oder sowas wie, die Suchmaschine A ist effektiver als Suchmaschine B, gegebenenfalls auch sowas wie x-mal effektiver. Oder auch sowas wie, diese Suchmaschine ist die mit der höchsten Effektivität für eine gegebene Domäne, also beispielsweise sowas wie E-Mail-Suche oder Websuche oder Suche in einer festgelegten Nachrichtenkollektion oder Suche in einer Kollektion von Argumenten. Da kann es ja sein, dass verschiedene Suchmaschinen, verschiedene Retrieval-System-Ansätze tatsächlich unterschiedlich gut sind im Sinne der Effektivität. Und die Frage ist, welche von diesen Aussagen kann man denn jetzt eigentlich mit einer Evaluierung versuchen zu unterstützen? Naja, prinzipiell heißt es, man muss es irgendwie gut begründen können. Also die Evaluierung muss irgendwie dazu führen, dass ich Aussagen treffen kann. Und üblicherweise wird man das machen, indem man etwas misst. Also bei einer Evaluierung werden Sachen gemessen. Das ist eine empirische Wissenschaft, das Information Retrieval als Wissenschaftsdisziplin. Und da werden Sachen gemessen. Das heißt, man will irgendwie, in unserem Fall hier einem Suchergebnis, eine Zahl zuordnen oder vielleicht einer Menge von Suchergebnissen. Also wenn man darüber nachdenkt, dass man nicht nur eine Anfrage zum Messen benutzt, sondern viele, dann möchte man irgendwie eine Zahl, die am Ende aussagt, ist es jetzt gut oder nicht gewesen. Und diese Zahl, die soll vergleichbar mit entsprechenden Zahlen für andere Suchergebnisse, für andere Suchmaschinen sein. Das ist so grundsätzlich die Art, wie man bei einer empirischen Wissenschaft vorgehen würde. Man möchte quasi Messwerte bestimmen und anhand dieser Messwerte dann in unserem Fall hier Suchsysteme miteinander vergleichen. Das führt dann dazu, dass praktisch sowas wie diese Suchmaschine ist effektiv oder nicht effektiv, dass das eine Aussage ist, die schwierig im empirischen Sinne zu belegen ist. Es kann ja einfach nur sein, dass man beispielsweise, wenn man jetzt sagen will, die ist nicht effektiv, dass man vielleicht einfach nur merkwürdige Topics ausgewählt hat und für andere wäre die Suchmaschine durchaus effektiv gewesen. Man kann aber sowas eher unterstützen und sagen, ja, in diesem Szenario funktioniert Suchmaschine A besser, also ist effektiver als Suchmaschine B oder auch sowas wie im Szenario E-Mail-Suche ist System A das Beste überhaupt von denen, die verglichen wurden. Aber so absolute Sachen wie irgendetwas funktioniert super oder gar nicht, kann man natürlich schwer erwarten, weil immer irgendwie der Kontext natürlich eine Rolle spielt. Gerade auch hier in so einem Fall wie der empirischen Wissenschaft, wo man halt schlecht irgendwie was beweisen kann. Und wenn man halt irgendwie nur schlechte Ergebnisse erzielt hat, dann heißt das ja nicht, dass es für die nächste Anfrage genauso geblieben wäre. Es ist immer so eine Art Hinweis und für ein quasi Experiment, was man durchführt, gibt es eben ganz viele Randbedingungen. Die fangen schon damit an, wenn man so in diesem Cranfield-Paradigma weiterdenkt, dass man eben fragt, was war die Kollektion, die quasi durchsucht werden musste und dann eben, welche Topics wurden vorgegeben und gegebenenfalls sogar sowas wie, was waren das denn für Assessoren, also für Menschen, die die Relevanz beispielsweise dann bewertet haben. Das kann alles einen Einfluss darauf haben, wie dann tatsächlich die Ergebnisse zu interpretieren sind. Aber man muss schon von Anfang an so ein bisschen vorsichtig sein mit solchen absoluten Aussagen, wie etwas funktioniert gar nicht oder richtig gut. So. Das hängt halt immer so stark am Kontext und man wird eben nicht alles in einem empirischen Test testen können. Grundsätzlich sieht das dann so aus, dass man sich eben fragt, man hat jetzt irgendwie von einem System 1 ein Ranking. Also ein Ranking nennen wir jetzt einfach mal A oder so. Und das sind einfach so die beispielsweise ersten 10 Treffer. Man kann eventuell noch die Relevanzbewertung der Suchmaschine dazu haben, ist aber auch nicht unbedingt verpflichtend, aber
so dass man eben sieht, okay, es ist halt wirklich absteigen nach Relevanz sortiert, kann man zumindest mal diesen Sanity-Check noch durchführen. Aber was man grundsätzlich braucht, ist für eine Anfrage, also für ein Topic 1, ein Ranking von System 1 und vielleicht auch eins von System 2, wo man eben sagt, okay, mich interessieren mindestens die ersten 10 Treffer. Das bekommt man, indem man einfach die Anfrage an das System stellt. Und wenn man mehrere hat, dann kann man einfach dieselbe Anfrage an mehrere Systeme stellen. Und als nächstes braucht man noch das, worüber wir quasi im Rahmen dieses Laborexperiment-Abschnitts schon gesprochen haben. Man braucht Bewertungen. Was sind denn jetzt die guten Treffer gewesen? Also quasi grün für relevante Treffer. Und das könnte beispielsweise durch Relevanzbewertungen kommen. Aber man kann es gegebenenfalls auch in so einem Szenario wie beispielsweise so einem AB-Test, der online mit den Benutzern von der Suchmaschine implizit immer durchgeführt wird, ohne dass die das merken. Da könnte man das beispielsweise durch Interpretation von Klicks oder sowas versuchen hinzubekommen und sagen, ja, keiner klickt auf Rang 2, dann war das wahrscheinlich nicht relevant. Aber in dem Szenario, in dem wir uns befinden, so eher in diesem Labor-Experiment-Setup, würden wir einfach davon ausgehen, dass man diese Bewertung grün oder nicht grün eben von den Assessoren bekommt, die so einen Topic bewertet haben, also alle Ergebnisse bewertet haben und gesagt haben, relevant oder nicht relevant. Und wenn man jetzt ein Effektivitätsmaß sich vorstellt, was macht das dann? Ja, das nimmt dann so ein Ranking und gibt diesem Ranking eine Zahl. Also man könnte sich beispielsweise hier sowas vorstellen wie 6 von 10. Ja, also es sind 10 Treffer, 6 von denen sind grün. Also könnte man sowas sagen wie, die Zahl könnte 60% oder 0,6 oder sowas sein. Und man möchte also für ein Effektivitätsmaß quasi eine Funktion haben, die sagt, gegebenes Ranking mit Relevanzbewertungen, was ist die Zahl, was ist der Score. Gut ist es, wenn so ein Relevanzbewertungsmaß, also so ein Effektivitätsmaß, dazu genutzt werden kann, dass man sagt, naja, es ist schon irgendwie ein Nutzermodell, was dem zugrunde liegt. Also hier könnte man jetzt beispielsweise sagen, wenn sich ein Nutzer immer die ersten 10 anschaut, dann ist es eigentlich egal, in welcher Reihenfolge die stehen und dann ist sowas wie 6 von 10 oder 0,6 oder 60% schon eine okaye Zahl, die sagt eben, 6 von 10 ist besser als 4 von 10, wenn ich mir sowieso die ersten 10 immer anschaue. Aktuellere Effektivitätsmaße, so wie NDCG, NDCG, den wir uns dann zum Schluss anschauen werden, oder das Maß, das werden wir uns zum Schluss anschauen, das ist dann ein Maß, bei dem tatsächlich die Reihenfolge auch eine Rolle spielt und da ist dann das Nutzermodell schon ein bisschen ausgefeilter, indem man eben sagt, naja gut, sowas wie in einer Websuche, man schaut halt von oben nach unten und guckt auch nicht beliebig weit. Und man schaut meistens nicht die ersten 10 an, sondern die meisten Nutzer gucken die ersten 1, 2 Treffer an. Wenn die nicht gut sind, dann hat die Suchmaschine quasi schon verloren. Also dieses Nutzerverhalten oder Nutzermodell, was irgendwie in dem Maß drinsteckt, das ist auch irgendwie was man danach abklopfen muss. Wie realistisch ist es denn? Also wie nah ist es denn an dem, was Menschen, die so eine Suchmaschine benutzen, eigentlich brauchen? Und aktuellere Maße sind da meistens ein bisschen ausgefeilt im Nutzermodell. Ältere Maße nicht so stark. Also die haben schon auch quasi Nutzermodelle, die man sich überlegen kann, die da zugrunde liegen. Aber die heutige Kritik daran ist, dass die eben doch relativ simpel sind. Aber manchmal ist es ja auch so, dass in der Einfachheit quasi auch eine große Stärke liegt. Und viele von den alten Maßen sind tatsächlich immer noch im Gebrauch in konkreten Anwendungsszenarien, also in konkreten Messszenarien, Evaluierungsszenarien muss man dann aber natürlich schauen, ist es das Maß, was man hier benutzen sollte oder nicht. Was man grundsätzlich unterscheidet, wenn man auch über dieses Nutzermodell nachdenkt, ist eben die Frage, schaut sich ein Nutzer in gewissem Rahmen alle Treffer an und es ist ihm quasi das Ranking mehr oder weniger egal, dann ist man bei quasi sowas wie Set Retrieval jetzt nicht im eigentlichen Sinne wie Boolesches Retrieval, weil man wahrscheinlich schon davon ausgeht, dass man sich nicht alle Treffer anschaut, die die Suchmaschine zurückliefert. Aber im Prinzip kann man davon ausgehen, bei sowas wie so Set-Retrieval-Maßen, dass im Nutzermodell quasi kodiert ist, dass der Nutzer sich alle Treffer bis zu einem gewissen Rang eben anschaut. Im Gegensatz dazu dann die Maße, die eher auf das gerankte Retrieval dann orientieren, die sagen, naja, es gibt ja eine gewisse Reihenfolge, die die Suchmaschine vorgegeben hätte. Also auf Rang 1 ist sie sich eben sicherer, dass es ein relevanter Treffer ist oder es hat einen höheren Score als das, was es auf Rang 2 oder 3 oder 4 gepackt hat. Und die grundlegende Annahme da in den Effektivitätsmaßen ist dann eben, dass der Nutzer von oben nach unten durch die Ergebnisliste geht.
und dann gegebenenfalls irgendwo aufhört und sagt, naja, ich gucke mir immer so lange Treffer an, bis ich fünf relevante gefunden habe oder so, dann würde er halt hier an dieser Stelle auf Rang 6 aufhören. Und dann könnte man fragen, ob da die 6 vielleicht eine gute Zahl ist, die man irgendwie als Messwert, sozusagen als Effektivitätswert zurückgeben will. Wir schauen uns die beiden quasi Arten von Nutzermodell, was in so ein Maß kodiert ist. Die schauen wir uns jetzt der Reihe nach an und fangen mit den Set-Retrieval-Maßen an. Das waren quasi auch die, die historisch so als erstes kamen. Und dann hat man gesehen, naja, das ist jetzt noch nicht so ganz, was das Ranking mit einfängt, und dann sind eben andere Maße aus diesen weiterentwickelt worden. Aber grundsätzlich ist es dann eben auch gut, wenn man so ein bisschen die Historie kennt und sieht, was eben zuerst da war und wie das dann die anderen Maße, die später kamen, beeinflusst hat. Steigen wir also ein mit sowas wie also mengenbasiertes Retrieval und der Effektivitätsmessung dafür. Und die klassischen Maße dafür sind Precision und Recall. Deswegen standen die auch bei den Effektivitätsmaßen ein paar Folien weiter vorne als erste da. Die Grundidee ist, der Nutzer schaut sich die ganze Ergebnismenge an, die die Suchmaschine zurückgibt, und man misst dann einfach, wie viele gute Treffer sozusagen darunter waren. In so einer Kreuztabelle, wie sie hier dargestellt ist, würde man also sowas zählen, einfach erstmal als Häufigkeiten, wie viele der Treffer, die die Suchmaschine gezeigt hat, sind denn relevant. Das bezeichnen wir mit klein a. Und wie viele der Treffer, die die Suchmaschine gezeigt hat, also die Ergebnis waren, sind denn nicht relevant, b genannt. Genauso kann man fragen, wie viele Treffer, die eigentlich relevant gewesen wären, hat denn die Suchmaschine nicht angezeigt, c, klein c, die Anzahl. Und auch, wie viele Treffer, die nicht relevant waren, hat die Suchmaschine denn nicht angezeigt. Das ist also quasi was Gutes, ne? Also gut ist sowas wie a und d. A als die, die angezeigt wurden, die relevant waren. Und D, die, die nicht angezeigt wurden und die nicht relevant waren, ist ja gut, dass die Suchmaschine die nicht angezeigt hat. Und das, was B und C sozusagen einfangen, sind eher so die Fehlerfälle. Also hier die Sachen, die es hätte eigentlich anzeigen müssen, die es hätte nicht anzeigen sollen, sogenannte falsch positive Ergebnisse oder Typ 1 Fehler quasi, könnte man auch dazu sagen. Das sind Treffer, die die Suchmaschine hätte nicht anzeigen sollen, lieber, weil sie ja nicht relevant sind. Und dann eben die falsch negativen, das sind Treffer, die eigentlich, oder Dokumente, die eigentlich relevant gewesen wären, die die Suchmaschine aber nicht angezeigt hat. Also diese Typ-2-Fehler, das wäre C hier. Ja, und jetzt könnte man einfach sagen, okay, wir nehmen A, B, C und D und geben das immer zurück, aber es ist so ein bisschen unhandlich mit solchen quasi großen, oder nicht großen, aber mit solchen vier Werten Systeme vergleichen zu wollen. Deswegen hat man sich im Rahmen von Retrieval überlegt, wir versuchen manches davon zusammenzufassen, und wir sagen, ja, das hier mit D, das ist sowieso nicht so interessant, also dass die Suchmaschine nicht relevante Treffer nicht anzeigt. Dafür kriegt sie jetzt keinen Bonus, das werden sowieso die meisten Sachen sein. Wenn man sich vorstellt, gerade in so einem Szenario wie hunderttausende Dokumente, selbst wenn das sowas wie Nachrichten oder E-Mails oder sowas sind, dann ist es eben so, dass die meisten Sachen sowieso nicht relevant sein werden, und D wird wahrscheinlich schon eh die übergroße Mehrheit sein. Und wenn man jetzt da noch der Suchmaschine einen großen Bonus gibt dafür, dass sie eben hunderttausende Sachen nicht oder Millionen, Milliarden Sachen nicht angezeigt hat, dann könnte man gar nicht mehr so richtig die anderen Sachen voneinander trennen, die wahrscheinlich deutlich kleiner sind. Deswegen hat man gesagt, wir konzentrieren uns sozusagen auf das obere Dreieck und versuchen, zwei Werte erstmal daraus abzulesen, die für das Retrieval wichtig sind. Einmal die sogenannte Precision, die rechnet man aus als a durch a plus b, also bleibt hier in dieser oberen Zeile. Und da ist eben quasi die Frage, was ist denn der Anteil der zurückgelieferten Treffer, die tatsächlich relevant sind? Also a plus b, die Menge der zurückgelieferten Ergebnisse, und a, die Menge der relevanten und zurückgelieferten Ergebnisse. Also wie viele der tatsächlich zurückgelieferten Ergebnisse waren dann tatsächlich relevant? Das ist quasi Precision. Und Recall, ein bisschen analog, fragt das Ganze nicht für die erste Zeile, sondern für die erste Spalte. Und da ist eben dann die Frage, wie viele, beziehungsweise was ist der Anteil der relevanten Treffer, die eigentlich zurückgeliefert wurden? Also A plus C, Anzahl der relevanten Dokumente, die im Korpus vorhanden sind, und A, die Anzahl der relevanten, die zurückgeliefert wurden. Also wie viele von den
in der Kollektion vorhandenen relevanten Dokumente wurden denn tatsächlich von der Suchmaschine zurückgeliefert. Precision und Recall sind jetzt zwei Werte und üblicherweise muss man so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man da so ein bisschen damit rumspielt, wird es nicht so sein, dass ich beide gleichzeitig optimieren kann. Es wird eher so sein, dass wenn ich den Recall hochtreibe, also wenn ich mehr von den relevanten Sachen finde, die Precision runtergehen wird und umgedreht, wenn ich die Precision hochbringen will, dann sollte ich weniger zurückliefern und zwar die Sachen, bei denen ich mir sicherer bin wahrscheinlich. Also so, das sind so quasi zwei Antagonisten mehr oder weniger. Natürlich möchte man Suchmaschinen, die eine Precision von 1 und einen Recall von 1 haben, aber das wird man schwerlich hinbekommen. Meistens ist es so, wenn man eins von beiden verbessern möchte, dann verliert man bei dem anderen was. Und dann ist es eben von dem konkreten Suchszenario abhängig, worauf man mehr Wert legt, auf Precision oder Recall. Gleichzeitig möchte man natürlich aber auch zwei Suchmaschinen vergleichen, die unterschiedliche Precision-Recall-Werte haben. Und wenn dann eben die eine die bessere Precision und die andere dafür den besseren Recall hat, fällt der Vergleich schwer. Also wenn ich zwei Systeme A und B habe und A hat eine bessere Precision und einen besseren Recall als B, dann ist irgendwie schon ziemlich klar, dass ich mich wahrscheinlich für A entscheiden werde. Aber die grundsätzliche Frage ist, was ist denn, wenn das eine bei dem einen und das andere System bei dem anderen gewinnt? Ja, das sind so Fragen, mit denen man sich dann auch später quasi beschäftigt hat. Aber grundsätzlich war erstmal so die Grundidee aus dieser Kreuztabelle hier, Werte abzulesen, die im Retrieval-Szenario nützlich sind. Also von den zurückgelieferten Treffern, wie viele waren von denen relevant? Das ist quasi Precision. Und von den relevanten in der Kollektion, wie viele habe ich denn zurückgeliefert? Das ist Recall. Diese Tabelle kennen Sie vielleicht auch schon so ein bisschen aus dem Machine Learning-Bereich. Da würde man Confusion Matrix dazu sagen. Ist quasi sowas Ähnliches. Und Precision und Recall sind einfach zwei Werte, die man aus dieser Tabelle beispielsweise ablesen kann. Man kann sie sich im IR-Szenario auch noch ein bisschen anders merken, indem man sagt, okay, Precision ist also Anzahl der Dokumente, die relevant und in den Ergebnissen waren, geteilt durch die Anzahl der zurückgelieferten Ergebnisse. Und Recall ist die Anzahl der relevanten und in den Ergebnissen vorkommenden Dokumente, geteilt durch die Anzahl der relevanten. Also bei beiden gleicher Zähler, aber unterschiedlicher Nenner. Wenn man sich das so anschaut, ist irgendwie klar, dass oben tatsächlich immer was Kleineres steht als unten. Das heißt, die Werte sind 0,1 skaliert. Also maximal kann ein Precision-Wert 1 sein, minimal 0 und für Recall analog. Was einfacher ist, ist also Recall zu maximieren. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich liefere einfach alles zurück. Dann sind alle Relevanten garantiert dabei. Dann wird aber die Precision wahrscheinlich nicht so gut sein. Precision zu maximieren ist nicht ganz so einfach, außer man hat irgendwie einen Treffer, bei dem man absolut sicher sein kann, dass der relevant ist. Dann liefert man eben nur diesen einen zurück, was jetzt auch nicht unbedingt ein nutzbares System liefert. Also das System, was so ganz naiv Recall optimiert, indem es einfach alles zurückliefert, das hilft natürlich überhaupt nicht. Und das System, wo ich sage, ich liefere einen Treffer zurück, bei dem ich mir absolut sicher bin, dass er passt, wenn ich das denn könnte, ist jetzt auch nicht so nützliches in den meisten Szenarien. Ja, aus dieser Kreuztabelle oder Confusion Matrix kann man noch andere Werte ableiten, sowas wie Fallout oder so haben Sie vielleicht schon mal gelesen oder irgendwo gesehen. Das ist aber nicht so verbreitet im IR und macht auch nicht so viel Sinn für IR. Precision ist da irgendwie nützlicher, vor allem wenn man dann später noch dran denkt, dass man das Ganze gerankt haben möchte. Da kommt man dann eben in dem nächsten Abschnitt hier so ein bisschen dazu, wenn man dann um dieses gerankte Retrieval uns kümmern. Deswegen steigen wir hier auch direkt mit Precision und Recall ein und lassen Fallout erstmal einfach weg. Ja, jetzt hatte ich schon gesagt, im Prinzip sind es zwei Werte und das ist immer schwierig, dann Systeme miteinander zu vergleichen. Deswegen kam dann schnell auch die Idee auf, naja gut, dann verwandeln wir eben noch die zwei Werte in einen und sozusagen mischen Precision und Recall zum sogenannten F-Maß, sodass man dann Retrieval-Systeme tatsächlich miteinander vergleichen kann, die irgendwie hier in diesem Plot Precision auf der Y-Achse, Recall auf der X-Achse liegen. Wenn man jetzt also quasi System 1 hätte, was hier liegt und System 2 hätte, was hier liegt, muss man sich ja fragen, welches ist denn jetzt besser, welches ist schlechter? In diesem grünen Bereich hier könnte man sich absolut sicher sein, dass quasi Recall und Precision höher liegen als von dem System, was diesen roten Punkt bekommt. Also die hier sind auf jeden Fall besser als das, was hier liegt. Und in dem grauen Bereich kann man sich sicher sein, dass die Systeme schlechter sind. Sie haben schlechtere Precision und schlechtere Recall-Werte. Aber alles in diesem gelben Anteil hier, das sind Systeme, da weiß ich nicht genau, sind die jetzt besser oder schlechter.
Weil hier unten beispielsweise in diesem Quadranten ist der Recall besser als von dem roten, dafür ist die Precision aber schlechter. Und hier oben in dem Quadranten ist die Precision besser, aber der Recall schlechter als bei dem roten. Und das ist jetzt so ein bisschen natürlich einmal davon abhängig, in was für einem Szenario sind wir. Ist das ein Precision-orientiertes Suchszenario oder ein Recall-orientiertes Suchszenario? Für beides gibt es natürlich Beispiele. Dann müsste man eben sagen, okay, ich würde Systeme hier oder hier bevorzugen. Da das aber nicht so oft immer geht, beziehungsweise man sollte sich schon Mühe geben, dass man das hinkriegt, weil dann die Aussage eigentlich eine bessere ist. Aber viele Leute waren eben faul und haben dann gesagt, naja gut, dann rechnen wir einfach Precision und Recall noch in einen Wert um, den man dann besser vergleichen kann. Und dieser Wert, der entwickelt sich dann anhand von solchen, ja, ISO-Kurven gleichen F-Wertes. Und dieses F-Maß, was dann entwickelt wurde, haben die Leute einfach gesagt, okay, wir mitteln Precision und Recall, aber wir nehmen nicht das arithmetische Mittel, sondern das harmonische Mittel, weil das so ein bisschen weniger ja, hässliche Eigenschaften hat und weniger stark beispielsweise gegen so Ausreißerwerte oder so anfällig ist. Das harmonische Mittel, also 1 durch ein halb mal 1 durch Precision plus Recall, oder wenn man es umrechnet und umdreht, das ist so die üblichere Variante, die man sieht, 2 mal Precision mal Recall geteilt durch Precision plus Recall. Das wäre so das F-Maß, was Precision und Recall in einen neuen Wert umrechnet. Und dann hat man eben in diesen Precision-Recall-Graphen sogenannte ISO-Kurven, auf denen der F-Wert sozusagen gleich ist. Und man könnte sagen, okay, alle Systeme, die hier auf dieser Kurve liegen, sind quasi vom F-Maß her zumindest gesehen genauso gut wie das rote. Und alle, die rechts oben von dieser Kurve liegen, sind vom F-Maß her besser als das rote. Und alle, die links von dieser Kurve sozusagen liegen oder eben unter der Kurve, die sind schlechter vom F-Maß her als das eigentliche rote System hier. Wenn man sich das anschaut, wird man auch sehen, okay, das F-Maß ist auch 0,1 skaliert, also das Schlechteste ist 0 und das Beste ist 1. Das Schlechteste kriegt man hin, wenn quasi Precision und Recall 0 sind, und das Beste kriegt man hin, wenn die beide 1 sind. Beides jetzt nicht so ganz realistisch, also beide Werte 0, das kann schon mal passieren, aber dass man ein System hat, was Precision und Recall von 1 hat, ist eher doch dann selten. Und grundsätzlich ist es dann so, dass man jetzt fragt, ja, wie ist denn eigentlich einen Vergleich von zwei Systemen durchzuführen. Jetzt würde man sagen, okay, ich muss nicht mehr zwei Werte miteinander vergleichen, die gegebenenfalls so ein bisschen schwierig zu vergleichen sind, sondern ich vergleiche einfach einen Wert. Das kann aber manchmal eben auch so ein bisschen zu vereinfachend sein. Und der Vorteil, den man hat, ist ja, nach dem F-Maß kann man jetzt auf jeden Fall die Systeme sortieren. Das ging vielleicht vorher nicht mit sich widersprechenden Precision-Recall-Werten. Also nicht widersprechend, aber wenn man ein System A hat, hat ein besseres Precision, System B hat einen besseren Recall. Dann ist es eben schwierig zu sagen, welches jetzt insgesamt besser ist. Das fällt jetzt leichter mit dieser Faulheit, dass man eben sagt, okay, ich gucke jetzt nur auf einen Wert. Gleichzeitig muss man aber eben immer bedenken, was es eigentlich macht. Und ja, das F-Maß selbst ist schon mal ein Mittelwert von zwei Werten. Okay, man nimmt das harmonische Mittel, das ist schon mal gut, weil es eben solche Extremwerte ein bisschen stärker sozusagen bestraft als beim arithmetischen Mittel einfach. Aber am Ende ist es oft so, dass man jetzt, wenn man zwei Systeme hat, die sehr ähnliche F-Werte haben, also sowas wie, keine Ahnung, 0,29, 0,27, will ich jetzt wirklich das 0,29er System benutzen oder nicht? Wenn ich jetzt nur auf die F-Werte schaue, dann muss ich im Hinterkopf nämlich immer noch mitdenken, naja, eigentlich ist ja das F-Maß schon ein Durchschnitt von Precision und Recall, okay, aber es wird ja wahrscheinlich nicht nur auf einer Anfrage getestet, sondern auf für Dreck sowas üblicherweise 50. Also habe ich einen Mittelwert von zwei Dingen über 50 Sachen gemittelt, dann kann ich schon gar nicht mehr so richtig einen Rückschluss darauf mir erlauben, was denn da eigentlich passiert ist. Und am Ende ist es doch oft wieder so, dass man sagt, wenn ich zwei Systeme habe, die sich im F-Maß nicht so stark unterscheiden, dann gucke ich vielleicht doch lieber auf den Precision Recall Plot, der hier rechts mal angedeutet ist, und plotte mir mal für jedes Topic den entsprechenden Punkt, den beispielsweise System PrisRun 1 und EasyFDL jeweils hätten. Und PrisRun 1, also so ein bisschen diese türkisen Punkte, und EasyFDL ist das, was die roten Punkte hat. Dann sieht man direkt, okay, dass das türkise PrisRun 1, das streut deutlich stärker auf der Precision-Achse. Also da gibt es auch tatsächlich hier oben mal Precision-Werte, wenn man sich das anschaut. Wohingegen das rote auf der Precision-Achse nicht so stark streut und eigentlich eher so hier unten links vielleicht angesiedelt ist. Jetzt könnte man dann tatsächlich dann eben auch mit diesen ISO-Kurven, also die quasi die
Kurven gleichen F-Wertes sind oder F-Maßwertes sind, diesen ISO-Kurven so ein bisschen schauen und sagen, okay, also auf den beiden Topics hier funktioniert Prisran 1 ziemlich gut. Das sind also die mit dem höchsten F-Score, irgendwo so zwischen 0,6 und 0,7. Das hier sind welche zwischen 0,5 und 0,6 und so weiter. Und man sieht eigentlich das rote System, das beste F-Ding, was es überhaupt hinkriegt, ist irgendwie hier sowas für so ein Topic 0,4. Und das heißt, Prisran 1 ist vielleicht das, wo man in manchen Ausnahmefällen, also hier oben sozusagen diesen Ausreißerfällen, tatsächlich eine richtig gute Performance-Effektivität erwarten kann. Wohingegen bei dem Roten, das eher so, naja, alle liegen irgendwo so bis maximal 0,4, aber im großen Teil eher so im Bereich 0,2, 0,1 oder so. Und vielleicht hilft einem das dann zu sagen, ich entscheide mich für das Türkise, oder es hilft einem zu sagen, ich entscheide mich eher für das rote System. Ja, also am Ende ist es dann oft doch so, selbst wenn man sowas hat wie das F-Maß, was man auch weit verbreitet in vielen Veröffentlichungen findet, dass man, wenn man sich dann wirklich zwischen zwei Varianten entscheiden will und das im F-Maß nicht so ganz eindeutig sozusagen ist, dass man dann doch wieder fragt, was sind denn eigentlich die Precision- und Recall-Werte, die da vermittelt wurden, und man dann doch genauer reinschaut. Wie so oft im Leben, gibt nichts geschenkt. Als kleinen Support haben dann manche sich eben noch gedacht, na gut, dann gewichte ich das F-Maß nochmal ein bisschen anders und rechne quasi noch so eine Art Gewichtsfaktor ein, der sagt, ist es denn jetzt ein Task, wo die Precision wichtig ist? So ein Beispiel könnte sowas wie Websuche sein. Da ist es eben schon wichtig, dass gerade wenn ich mir nur die ersten Treffer sozusagen anschaue, dass da jetzt nicht zu viel Schrott steht, sonst hören die Nutzer auf, die Suchmaschine zu benutzen. Oder ist es irgendwie sowas, wo es mir sehr wichtig ist, dass ich auf jeden Fall alle relevanten Dinge finde, also sowas wie man irgendwie eine Fahndung nach Kriminellen macht oder so. Da ist es halt schon wichtig, dass man alle 5 Bankräuber findet und nicht nur 4, weil der 5. vielleicht sonst das nächste Mal wieder irgendwie was macht. Oder auch in so einem Szenario wie, man möchte Related Work zu einer beispielsweise Abschlussarbeit oder zu einer Veröffentlichung suchen, dann ist es eben schon wichtig, dass man alle verwandten Arbeiten findet und nicht gerade die eine verpasst, wo genau das, was man selber als Idee hatte, schon mal gemacht wurde. Also da muss man sich fragen, was ist denn eigentlich der aktuelle Retrieval-Task, den ich habe? Ist es Precision-orientiert oder ist es Recall-orientiert? Und jetzt könnte ich entweder sagen, ja, dann schaue ich vielleicht auch nur auf Precision-Werte oder nur auf Recall-Werte. Oder man möchte vielleicht trotzdem das F-Maß benutzen, weil viele das immer erwarten, dass das benutzt wird. Dann möchte man es eben gewichten. Und da gibt es so eine Variante, dass man eben sagt, okay, in diesem harmonischen Mittel könnte ich sagen, ich führe so einen Parameter Alpha ein, der sagt, den multipliziere ich mit 1 durch Precision und 1 minus Alpha, dann das Gegenstück, multipliziere ich mit 1 durch Recall, und dann kann ich sagen, was ist mir denn wichtiger? Ne? Also wenn ich Alpha hochdrehe, ist sozusagen dieses 1 durch Precision wichtiger. Wenn ich Alpha dann hochdrehe, wird dadurch automatisch dieser Term hier kleiner. Wenn man es umdreht und in dieser normaleren Sicht sich anschaut, sieht man, dass man quasi Beta Quadrat plus 1 mal Precision mal Recall hätte. Vorhin stand hier sozusagen eine 1, das heißt, stand hier eine 2, sorry, würde man Beta auf 1 setzen. Und hier unten stünde auch eine 1, dann steht einfach nur Precision plus Recall da. Ansonsten hier in dieser Fassung Beta Quadrat mal Precision plus Recall. Und jetzt sieht man, wenn man Beta größer als 1 wählt, dann betont man den Recall-Wert. Wenn man Beta kleiner als 1 wählt, betont man den Precision-Wert, und dann könnte man eben sagen, okay, ich setze mal Beta auf 2, wenn mir Recall wichtig ist, oder auf 5 oder auf 10, oder ich setze Beta auf 0,5, wenn mir Precision wichtig ist oder so. Das, was da so ein bisschen schwierig zu bewerten ist, muss man erstmal so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, ist eben auch die Frage, wenn mir Precision beispielsweise wichtiger ist, kann ich dann sowas sagen wie ein Punkt Verbesserung, also 0,01 Verbesserung im Precision-Wert ist mir 0,02 Verlust im Recall-Wert oder so zum Beispiel. Dann könnte man versuchen, daraus sich so diesen korrekten Beta-Parameter abzuleiten. Üblich ist es sowas zu sagen wie, ich nehme Beta gleich 2, wenn Recall wichtiger als Precision ist, und Beta 0,5, wenn Precision besser als Recall ist. Aber da fange ich noch gar nicht so direkt ein, wie viel wichtiger mir eigentlich so ein Precision-Punkt gegenüber so einem Recall-Punkt ist. Es ist ja vielleicht auch irgendwie davon abhängig, wie gut meine Precision- und Recall-Werte denn schon sind. Also wenn ich Precision von 0,95 auf 0,96 bringen will, ist das wahrscheinlich schwieriger als von 0,1 auf 0,11 oder so. Auch da muss man so ein bisschen drüber nachdenken.
Der Standardwert ist aber einfach F-Beta gleich 1 oder F1 nennt man das dann einfach. Wenn man irgendwo nur F-Maß liest, dann kann man davon ausgehen, dass der Beta-Parameter 1 gesetzt wurde. Ansonsten würde man das als Subskript hinschreiben, sowas wie F0,5 oder F2 oder sowas liest man auch immer mal wieder. Aber auch da wieder im Hinterkopf immer Vorsicht, eigentlich am Ende, wenn es halt precision-orientiert ist, dann will ich doch auch die Precision tatsächlich mal sehen. Und natürlich entscheide ich mich dann, wenn ich zwei Systeme habe, die ungefähr die gleiche Precision erzielen, für das, was dann den deutlich höheren Recall damit noch hinkriegt oder so. Aber ja, grundsätzlich, man kann auch viele Veröffentlichungen finden, wo F-Maß quasi das Ding ist, wonach Systeme verglichen werden. Das Ganze natürlich immer nur im Set-basierten Sinne, also dass ich mir sowieso alle Treffer sozusagen anschaue. Nur dann machen Precision und Recall so richtig Sinn. Sobald ich sage, ich schränke das auf die ersten K-Treffer oder so ein, dann bin ich ja schon in diesem Szenario, dass ich sage, mir ist das Ranking wichtig. Also Precision und Recall grundsätzlich erstmal das Nutzermodell, der Nutzer schaut sich alles an. Kann man gleich denken, ist vielleicht nicht ganz so realistisch, ne? So, wie kann man sich das Ganze nochmal illustrieren? Also was für einen Effekt hat das? Angenommen, wir haben hier so zwei Klassen, die sind so ein bisschen so durcheinander gewürfelt und man will die jetzt voneinander trennen, also grüne von roten. Grüne könnte beispielsweise sowas wie relevante Treffer sein, rote könnten nicht relevante sein. Da sieht man so, grundsätzlich sind die eigentlich einigermaßen gut trennbar, bis hier auf so ein Grün, hier mal so ein Grün oder so, die so in die roten reinrutschen und in den roten, in den grünen selbst sind eher wenig rote. Also hier, das könnte noch so ein Problem sein. Und die Frage ist jetzt, wenn ich die zwei Klassen voneinander trennen will, dann kann ich natürlich auch dafür Precision und Recall ausrechnen. Und was wären denn so typische Werte? Also beispielsweise, wenn ich als Zielklasse die Roten habe und ich habe etwas, was tatsächlich diese Dinger hier in die Ausgabemenge reinbekommt, dann muss ich fragen, okay, wie viele von den Treffern hier drin sind denn tatsächlich rot und wie viele sind grün? Das wäre sozusagen sowas wie Precision. Dann sehe ich, okay, die Precision ist 0,94, also sind ein paar Grüne dabei, aber grundsätzlich ist die überwiegende Mehrzahl rot, also gar nicht schlecht. Und die Frage ist aber auch noch, wie viele von den Roten habe ich denn insgesamt gefunden? Das wäre also Recall. Und da sieht man, da ist es nicht so gut, das wäre nur 0,26. Also nur 26% der eigentlich Roten hätte dieses Ding hier ausgegeben, wenn es das beispielsweise als Suchergebnis ausgibt, wenn man die Roten wollte. Und das F-Maß würde dann hier tatsächlich als Wert 0,4 errechnen, also diesen Recall-Wert hier ein bisschen betonen und sozusagen eher weiter weg von diesem Precision-Wert liegen. Wenn man jetzt als Ziel beispielsweise die grüne Klasse vorgibt und man hat sowas als Klassifizierer oder eben auch als System, was Suchtreffer zurückliefert, aber eben im Set-basierten Sinne, da ist es ja auch so, dass ich quasi nur relevant von nicht relevant trenne, also im Prinzip auch zwei Klassen habe. Wenn das Ziel also grün ist und der Klassifizierer so aussieht, na ja, dann sieht man, der hat hier schon mal einen roten mit drin, ne? Aber im Prinzip ist der schon ziemlich präzise. Also wenn ich die Anzahl der grünen Boxen durch die grünen und roten Boxen teile, kriege ich sowas wie 0,99 als Precision hin, also richtig gut eigentlich als Precision-Wert. Und ansonsten sehe ich, es fehlen auch nicht viele Grüne. Also hier sind so ein paar draußen von den Grünen, die er nicht mit hingekriegt hat. Aber wenn man genau durchzählt, wird man den Recall auf 0,92 festlegen können und sagen, eigentlich ist das hier ein ganz gutes System. Das F-Maß ist dann tatsächlich 0,95, also ist fast sowas wie das arithmetische Mittel. Wenn beide tatsächlich sehr nah beieinander liegen, dann ist das harmonische Mittel sehr nah im arithmetischen Mittel. Wenn beide sehr unterschiedlich sind, dann ist es eben nicht das arithmetische Mittel, sondern dann betont es eher so ein bisschen hier in dem Fall, dass es tatsächlich nicht so ein gutes System ist. Also das arithmetische Mittel wäre ja wahrscheinlich noch stärker über 0,5 gegangen. Wenn man da mal kurz schaut, 0,5 ist 0,44 von hier weg und nur 0,24 von hier weg. Also es wäre sowas wie 0,6 wahrscheinlich ungefähr. Und das F-Maß mit dem harmonischen Mittel betont halt schon mehr, dass es eigentlich kein so ein gutes System ist. Okay, also F-Maß so als ein so ein Ding, was beides zusammenfasst, im Hinterkopf aber immer auch, ja, klar, es ist jetzt eine Zahl, aber wenn man die jetzt über viele Topics sozusagen mittelt, so richtig kann man keine gute Aussage mehr damit machen. Und am Ende ist es oft so, dass es von dem eigentlichen Retrieval-Szenario abhängt, welches System ich jetzt nehme, wenn zwei tatsächlich ungefähr gleichen F-Score hinbekommen, weil ich dann einfach sage, ja, mir ist doch die Precision ein bisschen wichtiger und da ist das System A halt besser als B.
obwohl dann der Recall vielleicht ein bisschen schlechter ist oder so. Also da kommt es dann tatsächlich auf das eigentliche Suchszenario wieder an. Wie würde man das Ganze aber überhaupt mitteln? Und da gibt es auch zwei Arten, wie man den Durchschnitt bilden kann. Also beispielsweise, wenn man Precision und Recall dann über 50 Werte mitteln will, muss man sich auch überlegen, worauf kommt es mir an? Ist meine Sicht eher die nutzerorientierte Sicht? Also soll mein System auf allen Topics quasi gut sein? Oder ist meine Sicht eher eine systemorientierte Sicht? Und grundsätzlich würde man jetzt ja, wenn man den Mittelwert bildet, sagen, okay, man nimmt die einzelnen Scores. Also beispielsweise habe ich hier eine Topicmenge Q, sowas wie 50 verschiedene Anfragen oder so. Und wenn man jetzt sagt, ich rechne auf jeder dieser 50 Anfragen den Precision-Wert und den Recall-Wert aus, wäre ja so das Klassische, wie man den Durchschnitt bildet, dass man sagt, ich summiere die auf und teile dann durch die Anzahl der Topics, also 50. Und das Ganze kann ich für Precision und Recall machen. Das ist das Makro-Averaging, sagt man dazu. Das ist eher die nutzerorientierte Sicht, weil hier man drauf schaut, jedes Topic, jede Anfrage ist genauso wichtig. Und es betone ich also so, dass es keine Präferenz für bestimmte Topics gibt. Also speziell habe ich jetzt hier auch nicht sowas drin wie manche Anfragen kommen viel, viel häufiger als andere und dann ist es mir als System wichtig, dass ich die besonders gut beantworte oder so. In diesem Makro-Averaging habe ich das nicht betont. Die Art, den Durchschnitt zu bilden, wo ich das betone, ist dann das sogenannte Mikro-Averaging und den Unterschied sieht man dann, wenn man sich diese Art hier anschaut, also nicht diese Precision- und Recall-Werte tatsächlich so einsetzt, sondern man die A's und B's aus den Tabellen und C's einsetzt, dann sieht man, was der Unterschied zum Micro-Averaging ist. Da rechne ich nämlich nicht sozusagen die Einzelwerte schon aus, die Precision- und Recall-Werte und teile dann durch die Anzahl der Topics, sondern ich addiere die A's über alle Topics hinweg und die A plus B ist auch über alle Topics hinweg und teile sozusagen das. Was man jetzt sieht, ist, dass es eben verschiedene unterschiedlich gewichtete Topics gibt, nämlich die, wo es viele relevante gibt, die sind eben dann wichtiger als die, wo es nicht so viele relevante gibt. Beziehungsweise wenn ich von den vielen relevanten eben nicht so viele finde, dann werde ich stärker bestraft. Und das heißt also hier in dem Sinne ist es eine systemorientiertere Sicht, dass ich eben sage, wenn ich gut auf den Anfragen bin, wo es viel Relevantes gibt oder so, dann habe ich da so viel gewonnen, dass ich auf Topics, die schwer sind, wo es nicht so viel Relevantes gibt, dass ich da auch mal nicht so gut performen kann und das wird dann sozusagen wieder ausgeglichen. Oft ist es so, dass Mikro- und Makro-Average-Werte gar nicht so weit auseinander liegen, aber es kann eben doch Fälle geben, wo das deutlich auseinander liegt und dann muss man sich fragen, für welche Art des Averagings entscheidet man sich denn? Das hängt auch wieder so ein bisschen vom Szenario ab. Wenn man sich das mal anschaut, so eine kleine Illustration aus dem alten Salton-Buch. Was ist denn der Unterschied zwischen Mikro und Makro? Vielleicht mal so ein bisschen extrem getrieben. Angenommen, man hat sowas wie eine Uni mit 10 Kursen, 10 Vorlesungen und 5 von den Vorlesungen sind nicht so beliebt. Da ist jeweils nur ein Student drin. Also wäre auch die Frage, ob die dann überhaupt stattfinden. Aber nehmen wir mal an, die finden statt. Und 5 sind richtig beliebt. Da sind jeweils 99 Studierende drin. Also insgesamt habe ich 10 Kurse mit insgesamt 500 Studierendeninstanzen, die jetzt nicht alle unterschiedlich sein müssen. Jetzt frage ich aber, wie groß sind denn die Kurse im Durchschnitt? Und die meisten von Ihnen hätten jetzt wahrscheinlich einfach gesagt 50, weil man eben diese 5 Einsen aufaddiert, die 5 99 dazu addiert. Dann sieht man, okay, die ergänzen sich jeweils zu 100. Also habe ich hier 5 mal 100, 500 durch 10, 50. Ne? Das ist so das Klassische, wie man den Durchschnitt bilden würde. Das ist aber nur die sozusagen Kurs oder in diesem Szenario die Kurs- oder übungszentrierte Sicht, dieses Makro-Averaging. Wenn man das Ganze aus Studierendensicht machen würde und fragt, okay, wie viele andere Studierende, beziehungsweise wie viele Studierende sieht denn so ein Teilnehmer eines Kurses, dann wird immer auf einen ganz anderen Durchschnitt kommen. Okay, es gibt immer noch die 5 Einser, also das sind die Studierenden, die in einem Kurs sind, wo sie dann auch nur einen Studierenden sich selbst sehen. Und dann gibt es aber eben in den ganzen anderen Kursen, in den anderen 5 Kursen jeweils 99 Studierende, die sehen, ah, in dem Kurs hier sind 99 Studierende. Und wenn man das dann aufsummiert, kommt man dann raus, dass man durch 500 teilt, also in dem Fall hier durch die Anzahl der verschiedenen Studierendeninstanzen. Wie gesagt, wenn jetzt ein Student einen Kurs und noch einen Kurs
besucht, dann zähle ich ihn einfach zweimal, weil ich halt sage, okay, er sieht in dem einen Kurs 99 und im anderen 1 oder so. Das sind also zwei unterschiedliche Sichten, die mir hier wichtig sind zum Durchschnitt bilden. Dann kommt man auf einen Mikro-Average-Wert von 98,02, also deutlich anders als der Makro-Wert hier. Und der eine ist eben so Kurslevel, also kursorientierte Sicht, und das andere ist die Studentensicht, also ja, die studentenorientierte Sicht. Und das ist quasi so der Unterschied zwischen Makro- und Mikro-Averaging, den man selbst bei sowas wie so einem klassischen Durchschnittsbestimmen sehen würde. Ja, da jetzt Makro-Averaging eher die nutzerorientierte Sicht ist und man eben, also bei Suchmaschinen, ja dem Nutzer helfen will, würde man eher die Makro-Sicht nehmen und sagen, ich möchte, dass meine Suchmaschine auf allen Anfragen gut ist. Also jede Anfrage soll quasi das gleiche Gewicht bekommen und nicht die Anfragen, die viele relevante Dokumente haben, ein größeres Gewicht. Anfragen, die viele relevante haben, sind meistens die, die einfacher zu beantworten sind, als die, wo es weniger relevante gibt. Und deswegen würde man sagen, die Makrosicht ist die, die dem Nutzer irgendwie mehr bringt. Wenn ich da eine Suchmaschine habe, die guten Makro-Average Precision und Makro-Average Recall hat, ist mir das lieber, als wenn die Micro-Average-Werte gut sind. Micro-Average wiederum ist eben die Sicht, die aus Systemsicht günstiger ist, weil man dann sagt, naja, wenn ich die Themen, wo es viele relevante Dokumente gibt, wenn ich die gut kann, wenn ich da gut bin, dann ist ja das sowieso leicht und wahrscheinlich sind das die Themen, die eh mehr Leute interessieren, dann bin ich insgesamt besser und es ist halt leichter, das System dann auch so in diese Richtung zu optimieren. Aber in solchen Suchdomänen ist es halt doch meistens so, dass man dem Nutzer ja was bieten will und deswegen ist tatsächlich das Makro-Averaging die Art, wie man die Durchschnitte bestimmen würde für Precision und Recall und dann eben auch für das F-Maß. Man sagt, ich will das F-Maß mitteln, dann hätte ich halt beispielsweise auf den 50 Topics die 50 verschiedenen F-Werte und bilde dann den Makro-Average-Durchschnitt, statt den Micro-Average-Durchschnitt dann jeweils gebildet zu haben. Okay, also Makro als die Sicht, die man dem Nutzer anbieten möchte. Das große Problem, was man überhaupt jetzt aber hat, ist, okay, Precision kann ich eigentlich immer so, naja, ganz gut bestimmen. Das System liefert mir halt ein paar Treffer zurück, hoffentlich jetzt nicht Millionen, weil dann habe ich auch irgendwann ein Problem, die Bewertung durchzuführen. Aber angenommen, es liefert mir 137 Treffer. Das Szenario ist, dass ich mir die eh alle anschaue. Naja, dann kann ich auch für 137 die Relevanzbewertung hinbekommen. Oder selbst wenn es ein paar Tausend sind, da gibt es auch Szenarien, wo Leute tatsächlich da bereit sind, die sich anzuschauen. Also typischerweise sowas wie systematische Reviews, wenn man eben zu einem konkreten, beispielsweise medizinischen Thema, alle Studien finden will, dann will ich halt alle. Und dann ist derjenige, der dieses Review durchführt, auch bereit, sich mal ein paar Tausend Dokumente anzuschauen, zu screenen. Oder sowas wie beim Patent, wenn ich einen neuen Patentantrag stelle, wenn man dann schaut, gibt es sowas Ähnliches schon, dann ist es eben auch wichtig, dass derjenige, der diese Prüfung durchführt, sich alle potenziell relevanten Treffer anschaut und eben alle anschaut, die so ein Suchsystem zurückliefert. Also, dass die Precision-Werte ausrechenbar sind, ist schon okay. Die Annahme, Recall wird aber, je größer die Kollektion ist, natürlich immer schwieriger, weil Recall bedeutet ja, irgendwie muss ich alle relevanten Treffer kennen. Und das ist für große Kollektionen natürlich utopisch. Also, das kriegt man tatsächlich nicht mit, mit einem vertretbaren Aufwand hin. Und deswegen kann man auch die Größe der relevanten, der Menge oder die Anzahl der relevanten Dokumente kann man nicht gut abschätzen in einem Szenario, was halbwegs realistisch ist, also wo ich ein paar hunderttausend oder mehr Dokumente habe und erst recht in sowas wie einem Web-Szenario nicht. Wie wird das dann üblicherweise gemacht? Da gibt es so ein paar Heuristiken, die eben sagen, okay, man poolt beispielsweise, dass man eben sagt, naja, all das war quasi in einem Pool, das sind die potenziell relevanten Sachen oder dass ich sage, die Top 1000 Treffer von allen beteiligten Verfahren, die betrachte ich erstmal als den Pool, von dem es mir nur interessant ist, was davon relevant ist. Oder ich sage einfach, die sind halt die relevante Menge, alles was auf niedrigeren Rängen kam, ist es nicht mehr. Das ist so eine Idee. Ansonsten könnte man sagen, man bewertet halt einfach nur die Pools, die tatsächlich von den Suchmaschinen zurückgeliefert wurden und sagt, ja, ich frage mal, wie viel aus diesem Pool wurde denn recalled? Dann ist Recall eben nicht alle relevanten Treffer, die es überhaupt gegeben hätte, sondern tatsächlich nur aus denen, die irgendwie eins der Systeme zurückgeliefert hat, würde man dann gehen. Man könnte auch sagen, man versucht irgendwie
zu samplen und so ein bisschen abzuschätzen, wie viel sind denn relevant, indem man einfach mal so eine Zufallsstichprobe von Dokumenten aus einer Kollektion nimmt, die dann natürlich repräsentativ sein sollte. Da ist natürlich aber auch so die Frage, wie wähle ich die repräsentative Menge? Und insgesamt ist es ja doch oft so, dass die Anzahl der relevanten Treffer dann nicht so groß ist. Da hat man natürlich auch so eine gewisse Problematik, dass man sich doch dann viele Dokumente anschaut und nicht so viele davon werden relevant sein, wenn man sich einfach zufällig ausgewählt hat. Was man auch noch machen könnte, ist zu sagen, man macht so eine Art Query-Expansion und sagt, ich schaue mir mal die Suchergebnisse bis zu einer Tiefe K an und expandiere dann die Anfrage basierend auf den tatsächlichen Relevanzbewertungen bis zur Tiefe K und nehme dann da wieder quasi bis zur Tiefe K und bewerte die komplett und expandiere dann weiter. Das ist im Prinzip auch so eine Art, wie man so eine Art Pooling machen könnte, dass man eben sagt, ich habe jetzt nicht verschiedene Systeme, die teilnehmen, sondern eben nur eins. Und da arbeite ich dann mit Query Expansion. Dann könnte man auch so ein bisschen die Menge der Relevanten immer so ein bisschen erweitern und sagen, okay, mit der ursprünglichen Anfrage habe ich dann halt doch nur 10% der insgesamt als relevant in diesem Query Expansion-basierten Sampling-Prozess bewerteten Dokumente gefunden. Und ansonsten kann man natürlich auch immer noch versuchen, Experten zu fragen und sagen, hier, welche Treffer wären denn auf jeden Fall zu erwarten für diese oder jene Anfrage, beispielsweise in so einem Szenario wie Related Work Suche. Also man hat irgendwie ein wissenschaftliches Thema für eine Abschlussarbeit oder so und man sucht da verwandte Arbeiten. Dann kann man natürlich jemanden, der sich mit dem Thema auskennt, fragen und sagen, welche 10 Treffer müsste ich denn auf jeden Fall in meinen Top 1000 wiederfinden. Dann kann ich fragen, wie viele von denen habe ich gefunden. Dann sind es zwar auch wieder nicht alle relevanten Treffer, also in diesem klassischen Recall-Sinne, aber dann sind es immerhin von denen, kann ich dann fragen, von den 10 habe ich 9 gefunden. Also habe ich quasi so 90% von den Experten bewerteten Dokumenten recalled. Das sind dann zwar nicht alle, die irgendwie auf jeden Fall wahrscheinlich relevant bewertet sein müssen, aber immerhin kann ich fragen, Recall bezüglich einer kleineren Teilmenge. Das ist dann so eine Art Abschätzung, mit der man sich oft eben behelfen muss, weil man nicht eine komplette Kollektion gejudged bekommt für einen Topic, für jedes Dokument dann eben die Information relevant oder nicht relevant. Der Großteil wird dann eben da tatsächlich doch nicht relevant sein und man muss versuchen, diese Größe der oder die Anzahl der relevanten Treffer tatsächlich abzuschätzen. Ja, das ist so im Prinzip die Grundproblematik, wenn man das Ganze set-basiert angeht. Recall ist schon nicht so leicht zu bestimmen in dem Szenario. Precision ist aber was man auch in dem ranking-orientierten Szenario uns dann wieder begegnen wird. Und auch Recall wird in einer gewissen Weise uns wieder begegnen. Dazu dann im nächsten Screencast mehr. Danke.